Hat vielleicht mit der Panzerung zu tun. Ich will sie sicher auf die Panzerung schieben. Oder ist dein Skill heute ein bisschen tief? Mm. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge GTA Online mit mir, dem Patrick22LP und den Rittersport. Ach, das ist die Strecke. Sorry für den Baum. Von mir auch noch ein herzliches Willkommen und heute fahren wir ein paar Rennen. Und in der nächsten Folge, die wir sauer anschauen, da machen wir was ganz Spannendes, würde ich mal sagen. Genau. Okay. Das war die Strecke. Also falls du denkst, ich habe ein getunt, da hast du recht, aber der ist nur optisch getunt. Ja. Ich wollte den T20 ungetunt nehmen, ich habe sogar bereits im Start gemacht und keine Ahnung, warum ich dann den Reaper habe. Aber der ist wirklich nur optisch getunt und von Leistung her gar nichts. Hä, wie war das denn hier nochmal? Ach, da. Aua. Ah, mein Gott, weißt du, wie lange ist die Strecke nicht mehr gefahren hab? Mein Gott. Ich hoffe, ich schaffe das so, ohne Angst, ohne Anlauf. So. Ja, ich habe mir auch erst eine Strecke gebaut. Ja. So zum Geschwindigkeitstesten, weißt du, welches Auto da gerade schneller ist. Ja. Die Strecke ist, glaube ich, gute 50 Kilometer lang. Ach du, also Scheiße. Man fährt schon 10 Minuten. Man fährt halt nur geradeaus. Ja. Schon. Ach, es habt ihr schon eingeholt, ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Ihr habt nicht gewusst, was man da gerade machen muss, deswegen bin ich rausgeflogen. Ach so. Ja, geil, hack ich nicht vom Tempo. Oh, man muss wirklich alles in einem Durchlauf machen. Du kannst auch, muss halt die Kiste ein bisschen hochziehen. Aber das müsste eigentlich klappen, auch mit ein bisschen Anlauf. Wenn der richtige Erinnerung hat. Wird aber ein bisschen schwerer, wenn du das nicht beim ersten Mal gepackt hast. Ist aber machbar. Ja, mich überdreht es halt immer. Ja. Aber man muss schon auf die Ebene drauf. Ja, gehen. Muss man. Am besten siehst du, am besten siehst du die Schnauze nach oben, wenn du fliegst. Dann müsste es an dir passen. Hast du schon? Ja, ich bin schon. Bin schon im zweiten Abschnitt, also gleich schon in der zweiten Runde in einer Minute ungefähr. Wenn ich keinen Scheiß baue. Komm, flieg, 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 Gott sei Dank. Schon wieder ausgebrochen, es kriegt eine Krise. Man merkt, dass ich lange kein GTA mehr gespielt habe. Ich mache in letzter Zeit nur solche Bunkermissionen, also Forschung, damit ich da vorankomme. Bari und so.
Ich habe auch gesehen, dass du Rainbow Six spielst. Zumindest gestern. Ich habe das mal vor 2 Jahren auf der Gamescom gespielt, habe es mir vorgestern geholt gehabt und wie ist das Hochleveln und so weiter? Ist das schwer oder? Ja gut, sagen wir es mal so, ich bin jetzt kein Profi in dem Game, aber je öfter du spielst und je mehr du gewinnst, das ist halt so ungefähr wie ein CD. Ja. Nach einer Zeit, also ich bin jetzt glaube Level 18 oder so, also nichts Hohes. Und ich spiele das Spiel gelegentlich, also wenn ich Lust und Zeit drauf habe. Okay. Aber es ist ein... Es wird zu meinen Lieblingsgames. Ja, auf der Gamescom habe ich natürlich einen abgezockt gehabt, weil es halt ein bisschen COD-Erfahrung hatte. Was die anderen nicht hatten. Aber wie ich es gestern einmal kurz angespielt habe, habe ich natürlich alles verkackt. Ist auch 2 Jahre her. Ja gut, das ist jetzt ein Taktikspiel, also das heißt in COD, da sprinte ich ja eigentlich nur. Ja, weiß ich. Ich hab's früher mal gespielt, aber auch nicht oft. Und wenn du, sag ich mal, wenn du da sprintest oder du dich laut verhältst, hast du schon verloren. Ja. Ich komm da gerade echt nicht weiter. Ich bin zu blöd für das gerade. Also echt. Ja, es hängt jetzt auch, ich bin jetzt auch gleich bei dir, aber es hängt an derselben Stelle. Ich glaube, es ist fest, weil es so blöd gerade war. Jetzt muss ich schaffen. Ey, ich war jetzt so schnell und ich hab's nicht geschafft. Ah, komm schon! Ah, nein! Jetzt bin ich auch bei dir. Oder bist schon weiter? Ey, ich schaff's einfach nicht. Hast du viel Gewicht für deinen Wagen draufgepackt? Beim Aufmotzen. Ja, der hat Panzerung halt auf maximal. Ja. Und der ist halt, wie gesagt, nur optisch getrimmt. Der hat kein Turbo drin, der hat keinen besseren Motor, kein Getriebe, gar nichts. Nicht, dass er seine Panzerung nicht liegt, ne? Ja, ich hab mir die Panzerung halt geholt, weil die im Angebot war. Vor ein paar Wochen oder so. Aber jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Und weh, wenn ich. Oh, da kommt noch eine Stelle, ne? Arsch gesehen, wie knapp. Ja, hab ich's gesehen. Hab ich sogar drin. Nein. Aber hier, wenn du das zweite Mal so einen großen Sprung machen musst, ne? Und wenn du den nicht schaffst, kannst du auch an der Röhre, wenn du durch die Röhre dann fährst, ist eine kleine Abkürzung, dann brauchst du den Sprung nicht machen. Falls du nicht schaffst, den zweiten. Welchen Sprung? Also da kommt gleich eine schwarze Röhre und da fährst du durch. Das ist eine rot-schwarze Röhre und da kommt er, muss er den Sprung mitnehmen, ansonsten schaffst du den Sprung da hinten. Ist da wieder so ein weiter Sprung, du ist ein Reifen dieses Mal, du ist. Wenn du den nicht schaffst, ist da vorher irgendwo eine kleine Teerstrecke, wo du dann hochfahren kannst und dann den Checkpoint dann andersrum, in gegengesetzte Richtung nehmen kannst. Oder es wartet eben auf dich, dann weißt du wo. Von mir aus kannst du weiterfahren. Ich glaube nicht, dass ich dahin komme, dass ich das schaffe. Ja, hat vielleicht mit der Panzerung zu tun. Ich will sie sicher auf die Panzerung schieben. Oder ist dein Skill heute ein bisschen tief? Das will ich jetzt nicht bestreiten, aber könnte sein. Ich meine schon, dass ich Skill habe in GTA. Ja, hat es eines auch, aber bei den nächsten Folgen halt nicht so, ne? Ja, ein Kumpel, der hat mich gestern darauf angesprochen, was mit mir echt los ist. Wir haben beide zur gleichen Zeit den Bunker gleichzeitig gekauft. Ja. Und ich bin halt schon keine Ahnung, wie viele Tage weiter als er. Ja.
weil ich suche das eigentlich. Ich komme von der Arbeit nach Hause, Xbox an, lass den Bunker laufen, hole ein paar Vorräte. In der Zeit mache ich irgendwas anderes, keine Ahnung. Okay. Und bin in der letzten Runde. Ja, warte mal, ich will eine Runde mindestens fahren. Ja, dann warte so ein Ziel. Oder wir fahren gemeinsam, Stück für Stück. Wenn ich mir nicht so dämlich gerade anstelle, dann klappt das besser. Eigentlich ist die Strecke ziemlich schön, außer halt an die Sprünge halt. Wenn du da eine Panzerung oder so drauf hast, wird das halt ein bisschen schwerer. Ja, ich habe den T20 ausgewählt. Ich weiß nicht, warum es den nicht genommen hat. Ah, nein! Komm noch drauf, bitte, bitte, nein! Ich glaube noch 2 Punkte, dann bin ich auch in der nächsten Runde. Gut. Ja geil, jetzt kommt da so ein Jump, wo ich in so einen Reifen reinspringe. Genau, das ist die Stelle in der Röhre, falls du es schaffst, kannst du in der Röhre über die Teerstrecke, die über dir verläuft, abkürzen. Zum Checkpoint nach oben, falls du den Sprung nicht schaffst. Dann fährst du halt ein Stück in die falsche Richtung, aber dann bekommst du halt den Checkpoint. Ja, hab's gesehen, ich probier's jetzt mal so, der richtige Weg. Ah, das schaffe ich nicht. Ja, dann fahr lieber über die Teerstrecke, nur ein Tipp. Hast du einen neuen Gegner oder schon mal gespielt? Nee, aktuell noch nicht, weil, wie gesagt, ich hab lange kein GTA mehr gespielt. Das letzte Mal, wie wir zusammen aufgenommen haben, vor 4 Wochen ungefähr. Ah. Komm schon, jetzt kriege ich die Stelle nicht mehr hin. Was ist los gerade, ey? Komm schon. Das Rennen ist schon aus dem Social Club, gell? Ja, bin es auch. Genau, das Rennen auch, natürlich. Ich habe auch eine eigene Strecke noch damals, eine Motorradstrecke allerdings, aber fährt keiner mit mir, weißt du? Können wir ja fahren, also mir ist egal. Also ich wäre jetzt mit der Runde fertig. Wenn ja. Du sie fahren willst, kann ich fahren. Ja, wenn ich überhaupt ankomme, weil es stellen mich gerade ein bisschen Lubis an hier. An jede Ecke ist hier im Moment an, Alter. Das ist doch nicht wahr. Ja, was aber ein Kumpel, also Kollegen und ich, wir haben gestern nur Rainbow zockt. Ja, besser gesehen. Und während das letzte Match haben wir so eine funny, also so, keine Ahnung, das war halt nichts Ernstes. Das ganze Team nur Rekruten. Ja. Beim Verteidigen nur Schrotflinte. Ja. Und beim Angreifen halt, ich glaube Fuse oder irgendjemand kannst du mit Schild nehmen, also nicht mit Tanje, ja. Sondern mit so einem kleinen Schild. Das haben wir genommen, mit Pistole, gell? Ja. Wir hätten das fast gewonnen, jetzt ohne Scheiß, werden. Nee, ne?
wir haben wirklich so gespielt. Ich habe einen Screenshot gemacht von unseren Truppen, gell? Wir hätten das fast gewonnen. Was waren das denn für Gegner? Einer hat mich gestern nur angeschrieben, das sage ich dir aber privat. Ja. Weil da sind ein paar Wörter dabei. Ja, ja. Das war so, wir waren halt ganz normal, sind ins Haus reingegangen und ich kill den halt so mit Pistolenkohle, gell? Ja. So richtig zufällig. Also ich sag mal, 70% Skill, der Rest Glück, gell? Ja. Und dann schreibt er mich halt so an mit, ja, ich sag's ihm nachher, auf jeden Fall. Das hat sich dann schon noch geklärt und... Ja. Aber das habe ich so auch ein paar Spezies hier bei CODIW, die dann halt ein bisschen mis anschreiben und dann halt, weißt du, die bestimmten Wörter, ne? Die man dann halt ja so sagt. So bin ich das Ziel. Ja, jetzt kannst du mal schauen, wie ich da fahre. Und wenn ich es jetzt schaffe. Komm schon. Na, den Sprung schaffe ich glaube nicht mehr. Nee. Zeit ist um. Ach. Schade. So, willkommen zurück zum zweiten Rennen. Dieses Mal spielen wir das Rennen LMS. Ein kleines Motorradrennen. Auf dem Mount Chiliad. Oh Mal Scheiße, ich hab Ego, Entschuldigung. Das Rennen als erster zu beenden. Ja, viel Spaß. Ja, ist ein anspruchsvoll, ne? Ah, sorry, ich kann selber nicht in Ego fahren. Keine Ahnung, wieso ich das damals eingestellt habe, ey. Früher konnte ich noch in Ego fahren. Aber warte, wir starten am besten nochmal. Ich wollte noch sagen. Hä? Ich wollte sagen, dass du feste Kamera Ego-Perspektive hast, aber dann... Ja, weiß ich! Aber komm, ich starte neu. Ist besser. Ha? Wollen wir nochmal neu starten, weil ich kann den Ego überhaupt nicht mehr fahren. Und die ist sehr schwer. Sag nochmal eben. Drück mal lange B. Ja. Ist nichts Schlimmes. Drück mal lange B. Ja. Dann bist du in der Third Person. Also ganz normal. Haben wir B gedrückt, Alter? Kann man erfahren, oder? Ach so, ja, gut. Ein kleiner Heck. Auch nicht schlecht. Wusste ich es auch noch nicht. Der bleibt unter uns. Ja. Und die anderen paar Leute, die bei mir zuschauen ab und zu. Jetzt hast du den riesen Vorsprung, ey. Gar. Aber Ego-Perspektive, ich fahr schon ab und zu Ego-Perspektive. Ja, ja, früher bin ich auch immer nur in Ego gefahren, aber mittlerweile kann es kein Ego mehr in GTA. Keine Ahnung warum. Mal gucken, ob du im Wasser fährst oder restzeitig bremst. Weil viele fahren immer im Wasser als erstes. Oh Scheiße. Glückwunsch. Rechtzeitig gebremst, würde ich sagen. Ja, herzlichen Glückwunsch, hast gewonnen. Ich hab ganz viele Checkpoints vergessen. Das ist über eine Runde vor, halbe Runde Vorsprung fast. Und du kennst die Strecke. Ja, ich kenn die. Das ist das Problem. Ich hab die ganze Zeit nicht drauf geachtet. Guck mal, wo ich jetzt bin. Also bist du noch am Anfang? Ja, sicher, weil ich die ganzen Checkpoints vergessen habe. Ab da ist mir gar nicht bewusst geworden, weil ich die Strecke ja so kenne, weißt du? Verdammt.
Affine sind, wie gesagt, die Strecke, die nicht kennen, die fahren immer direkt gerade aus dem Wasser, wo da ja schon extra ein Strohball steht. Oder Ball zum Abbremsen, weißt du? Aber früher konnte es leider nichts anderes machen. Früher gab es ja noch nicht die Röhren und so weiter. Ja, genau, da gab es nur. Aber das ist auch assi, was du da gemacht hast. bei der eigenen Kurve, ja. Ja. Ich glaube, du kannst dir denken, was ich gerade meine. Ja, da hinten, wo du diesen Zaun fahren musst anschließend. Genau. Das habe ich auch mit Absicht so gemacht. Spätestens an dem Punkt geben die meisten immer auf. Wie gesagt, ist eine anspruchsvolle Strecke. Steht auch im Video in der Spielbeschreibung drin. Ah. Über Xbox, da kann ich ja auch aufnehmen, gell? Glaub, halbe Stunde maximal oder so. Ja, kann man. Ob man es schneiden kann, weiß ich nicht, aber mit Ton geht er wahrscheinlich auch. Weiß nicht, also ich nehme überall Capture Card auf, wie gesagt. Die kostet auch nicht die Welt. 79 Euro die Elgato, oder? Mhm. Das ist ja nicht die Welt. Aber ich hab keine Zeit zum Aufnehmen, ehrlich. Ja. Ich bin arbeiten, dann Schule. Und zum Zocken, sag ich mal, hätte ich die Zeit. Aber dann noch aufnehmen, Videos schneiden. Ja. Wie lange brauchst du da ungefähr für das Video, wo wir jetzt? Für die Stunde schneiden, 3 Minuten hochladen. Weil ich eine tausende Leitung hab. Hunderttausende, Entschuldigung. Aktuell. Früher hatte ich nur eine 16.000er und da bist du am Video über eine Stunde hochgeladen. Oder auch manchmal 2 Stunden. Das war zum Putzen gewesen damals. Bist du noch da? Ja, ich bin da. Weißt du, wo es wurde? Ich bin gerade. Mit dem Bein, gell? Ja. Den hast du ein bisschen zu spät gesetzt, würde ich sagen. Den habe ich gerade ein bisschen verschoben, schon nach hinten. Weil ich den Rest hatte ich gebremst bekommen. Aber er ist gewonnen. Ich bin jetzt erst an der Brücke. An der ersten. Am Tunnel, also. Karma schlägt zurück. Ja. Nur weil ich nicht drauf geachtet habe, Mann! Weißt du, fahr schon die halbe Strecke und dann fällt mir das auf. Wo sind die Punkte denn? Da müsste doch einer zu sehen sein, hä? Und dann sehe ich das auf der Karte, ja prima, ey. Was würdest du denn auf meinem Kanal noch sehen an Videos? Mach mal Vorschläge oder Let's Plays. Ich habe mal ein Video von dir angeschaut, also das Minecraft. Ja. Mit deinen Kollegen. Ja. Wo ihr da. Keine Ahnung, ich habe es nicht lang angeschaut, weil. Ja. Ehrlich gesagt. Langweilig. Ich fand's langweilig. Ja. Ja. Und. Ja, wir könnten ja mal Rainbow aufnehmen dort so. Oder ich hätte auch Minecraft, dann können wir da mal. Neu bauen oder ich hätte eine Welt. Ja. Da haben wir alles selber erspielt. Wir haben Enderdrache getötet. Ja. Und halt ein bisschen zu schon ewig weit. Aber wir können auch eine neue Welt mal anfangen oder halt ja irgendwas. Wie sieht es mit Adventure Maps aus? Magst du Adventure Maps oder so? Das ist das, was du machst. Genau. Was macht man da ungefähr? Ist ein Jump-in-Wand über Blöcke oder halt durch Labyrinthe oder sonstiges. Oder Aufgaben, die du lösen musst. Ist hier in der Map unterschiedlich. Ach so. Ist halt ein Jump-in-Wand-Spiel.
Selber erstellt? Ja, auf Xbox kannst du es ja nur selber bauen, leider. Kannst du ja keine Karten runterladen. Leider. Ja, genau. Das ist ja die Kacke. Bei Xbox 360 wäre es ja noch kein Problem gewesen. Warum? Ja, weil da hättest du machen können. Du hättest die PC-Maps auf USB-Stick packen können und dann über der Xbox 360 dann halt auf der Konsole spielen können und die Xbox 360 Speicherstände könntest du auch rein theoretisch dann auf der Xbox übernehmen.